So, Rennen Nummer 11. Deutschland. Es geht so langsam zu Ende mit F1 2019. Drei Rennen noch danach, dann sind wir durch. Ja, dann kommt das neue Spiel raus und dann wollen wir direkt nahtlos mit beginnen. Aber jetzt fahren wir es mal die Saison noch zu Ende. Also, was heißt, bis das neue Spiel kommt, fahren wir hier noch. So. Schauen wir mal, wie es wird jetzt. So. Ach, scheiße. Vergessen. Ich hätte die Nachrichten lesen sollen. Bisschen zu schnell gedrückt. Ich wollte mal gucken bezüglich meiner Strategie, wie das Wetter überhaupt wird. Naja. Heute sind wir beim Training in Hockenheim, der Heimat des deutschen Grand Prix. Es wird bestimmt ein besonderes Ereignis für viele Fahrer, die auf der Strecke nicht nur ihr Team, sondern auch das Publikum begeistern wollen. Und so sieht es aus, als würde es jeden Moment beginnen. Stefan Römer, wie viel Zeit werden die Teams hier investieren, um Änderungen an den Autos vorzunehmen? Man muss zuerst grundlegende Tests vornehmen. Funktioniert das Auto richtig? Wie sind die Streckenbedingungen? Solche Dinge eben. Dann geht man ans Eingemachte und führt Test-Sessions durch, in denen man Daten sammelt, neue Teile ausprobiert und alles Mögliche einstellt. So viel echtes Training findet gar nicht statt. Viele der Fahrer kennen die Strecke bereits sehr gut, sei es durch vorige Rennen oder den Simulator. Ja. So, dann gucken wir mal, wie das Wetter überhaupt wird. Dann weiß ich auch, wie meine Strategie laufen wird. So. Oh, Training 2 komplett verregnet. Training 3 verregnet. Qualifying. Und das Rennen wenigstens trocken. Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, ich kann meine Strategie fahren, wie ich das möchte. So. Deutschland. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. So. Wir bauen eh komplett um. Deswegen habe ich geguckt, wie das Wetter wird, weil so kann ich nämlich alle Einheiten neu bauen. Wir starten mich von ganz hinten ins Rennen. Und das heißt, wir werden im ersten freien Training nicht fahren. Das wird eine kurze Folge. Okay, we'll alter the setup of the car. So, damit haben wir es klar. Im ersten Freitraining keine Fahrt. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Leclerc, Sainz Junior und Nico Hülkenberg. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Ja. Ja, und dann gucken wir mal, wie das Wetter bis zum zweiten und dritten freien Training wird. Los geht's. Dann müssen wir halt im zweiten und dritten Freitraining ein bisschen mehr fahren. So, und jetzt kann ich mal kurz die Nachrichten lesen. Ach, keine neuen? Okay. Ich dachte, fertig. Gut, gehen wir rein ins zweite Freitraining. So.
Gut, dann gehen wir mal raus auf die Strecke, damit wir mal ein bisschen gefahren bekommen. So, Quickstrafe ist schon angezeigt worden, 60 Plätze haben wir. Aber das ist klar, wir starten von ganz hinten. Und damit müssen wir gucken, aber wie weit wir nach vorne kommen. Weil, wäre nicht so tragisch, aber... Naja, schauen wir mal. Aber ja, morgen die Quali und das Rennen, wir jetzt am Sonntag dann trocken haben. Heute müssen wir ein bisschen mehr fahren. Da wir ja kein erstes freies Training hatten quasi. Theoretisch könnten wir auch neues Getriebe noch mit reinhauen. Aber wie gesagt, ich starte die komplett von hinten. Daher ist es egal. Ich weiß nicht, wie das mit am Ende des Trainings noch aussieht, dass das trocken wird. Naja, schauen wir mal. Ja, so einfach ist es nicht. So, der erste Zwischenzeit violett. Immer so ein leichter Rutscher mit drin. Neue Bestzeit.
Da kommt ein Toro Rosso raus. Und die Bestzeit von Verstappen. Fahrer vor mir. So, die Bestzeit hat er auf jeden Fall, aber da wollen wir noch mal hin. So, das wird eine neue Bestzeit werden. So, zurück in die Garage mal. So. So. Mal gucken, was die Konkurrenz so macht. Und da sind schon einige auf Inters raus, also das heißt, wir fahren auf jeden Fall auf den Intermediate jetzt noch ein bisschen. Wie gesagt, wir müssen ja ein bisschen nachholen, was die Zeit betrifft. Hat auch P1, aber das kann sich sehr schnell ändern, weil er bei der Teamkollege fast auf der Interest unterwegs ist. Giovinazzi, ist das für uns? So. Ja,
laps of fuel remaining. Ja, es macht halt viel aus, wenn einfach mein Auto vor einem ist. Jetzt habe ich ihn. Klar, das hat gekostet, aber da muss man erstmal vorbei an dem Auto. Also habe ich jetzt über freie Warten. Das hat nochmal in der Science da vorne rumgeguckt. Aber es ist gar nicht Science. Ich weiß gar nicht, Ricciardo ist das, glaube ich. Zehn Minuten, dann gibt es wieder etwas trockenere Strecke. Und jetzt könnte das eins dazwischen hängen. So. Ist es Chemie? So, ich versuche gerade, ob ich ein bisschen die Möglichkeit bekomme, ihn da zu überholen. Ich hab's schon wieder vor mir. Da habe ich den schon wieder vor mir, den Giovinazzi. Das ist doch nicht wahr. So, habe die Box.
Frage ist, wird das nochmal komplett trocken heute? Intermediate tires are your best bet in the current conditions. Na, das sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal. Richter, Verstappen und Pierre Gasly. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Durch die Komponentenwechsel klar, dass wir die. Dass wir da keine Chance haben. So, gut. Gut. Gut, gucken wir mal. Wie gesagt, das ist jetzt eh egal. Knacken wir die, hauen wir die Getriebe raus, noch schnell, zwei neue rein, gib ihm. Wir haben ja eh nicht genug Strafen. Ich hatte nicht vom letzten Platz, da kann man es auch einmal komplett machen. Schwitterring, na geil. Okay, with conditions as they are, I'd suggest you take a set of full wets. Ja, wir bleiben dabei. Weitere 5 Plätze, also wie gesagt, ich stand neben der letzten Reihe, das ist wirklich egal. Na gut. Ob wir das Ding gewinnen, weiß ich nicht. So viele Plätze wie möglich gut machen, das wäre das Wichtigste, viele Punkte holen. Das nächste Rennen müsste dann Belgien sein. Belgien, Italien und dann müsste es eigentlich schon fast durch sein. Ungarn irgendwo noch mit drin. Und dann schauen wir mal. Und dann geht es mit dem neuen F1 2020 dann irgendwann am 7. Juli weiter mit dem eigenen Team. Ich habe mir schon mal ein bisschen meine Gedanken gemacht. Aber wir schauen uns das Ganze an, wenn das Spiel dann draußen ist. 7.7. kommt es ja für mich. Ich glaube am 10.7. ist der Freitag. Dann kann man nämlich dann schon direkt mit dem offiziellen Release die erste Folge raushauen. Naja, gucken wir mal. Aber wir konzentrieren uns erstmal auf Platz F1 2019 noch ein bisschen.
Die Autos haben wir komplett umgebaut. Vier Runden Sprit haben wir noch an Bord. Wir müssen hier zwischendurch mal einen Stop machen. Ich fahre jetzt 3-4 Runden und dann wieder nochmal einen Turn. Das ist das erste freie Training, was uns ausgefallen ist. Müssen wir uns ja nachholen. Naja. So, erste Zwischenzeit haben wir schon mal. Bestzeit. Vorteil ist, dass das Rennen am Sonntag trocken ist. Das macht es am Ende viel einfacher, für euch das Feld durchzukommen. Falls eh nur ein bisschen Schulzwecke. Ich mag die Strecke, aber gut, da gibt es noch bisher noch nicht wirklich gefeiert hier. Ja, eine Runde fahren wir noch, dann gehen wir in die Box. So. Wird keine neue Bestzeit werden. Yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. Gucken wir mal, wie das Wetter sich entwickelt. Da sind schon die ersten Nidas draußen. Ja, dann fahren wir auch auf die Strecke mit den Nidas.
So, versuchen wir es nochmal. So, Strecke ist schon halbwegs trocken, also bis zum Trockenfahrstuhl ist schon. Zeit, boah, das, der will aber noch mal eine Zeit sitzen. Aber ich komme jetzt auch noch mal. Ich versuche mal, ob ich die Zeit geknackt bekomme. Ich habe jetzt nicht geguckt, wo er fährt. Fahrer vor mir. Say again, you're breaking up. Fahrer vor mir. Bottas ahead. Their best lap time is a 1 minute 25.4. So, die Zeit haben wir. Ich habe eh nur einen Motor drin, also leck mich doch. Sehe ich eh nicht mehr so viele Rennen diese Saison. Also für mich zumindest nicht mehr. Da wir die dritte Saison nicht zu Ende fahren. Sondern wie gesagt, dann hat man es in das neue Spiel übergehen. Okay, you're in the top 10. Ein bisschen Überraschung. Magnussen. Mein Liebling. Mit dem habe ich immer schon schlechte Erfahrungen gemacht. Geh weg. Na, der hat was, Racing Point. Jetzt habe ich ihn. Und zwar sauber diesmal. Fahrer hinter mir. Is 2,2 Sekunden ist der Rückstand. Ah, ich glaube, ich würde meine KI-Stärke ein bisschen hochstellen. Zumindest nach dem Rennen. So, der nächste ist ein Williams. Russell. Hat natürlich Zeit gekostet. Aber ich habe ihn doch noch.
box this lap. So. Ja, passt so. So, ab in die Garage zurück. Okay, this is the only session that we've got left to complete our acclimatization program. So let's get out there. 8 Runden haben wir gefahren. Sehr stark. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Verstappen und Lewis Hamilton. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. So. Gut. Gut, okay. Ab jetzt wird's trocken, versprochen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.